Hi und willkommen auf meinem Kanal vorab. Ich wünsche dir heute viel Spaß beim Battle Day. Hol dir einfach ein paar Kämpfe ab, zieh die alle durch, nimm den Sternenstaub mit, versuch ein paar legendäre Euterich zu fangen. Ich drück dir dort auf jeden Fall die Daumen, dass du vielleicht dort dein Ziel näher kommst. Ich bin mir nicht sicher, welches Ziel du hast. Sei es Ace, Veteran, Experte, Legend, je nachdem, welche Ziele du dir gesetzt hast, ich hoffe, du schaffst es. Oder zumindest, dass du dort ein Stück näher rankommst. Ich drücke dir die Daumen. Ich möchte heute ein Team spielen, mit welchem ich schon sehr viel Spielerfahrung gesammelt habe und auch ordentlich was reißen konnte. Und zwar Skorgro mit den beiden Händen. Ich habe eine extreme Eisschwäche, deshalb zwei Konternutzer mit. Und ich habe so ein Problem gegen Wasser in der Führung, aber die Deoxys als Safe Switch. Ich glaube, dass das immer noch gut ist und ich denke, dass das auch davon profitiert, dass Valrhaza etwas schlechter geworden ist und vielleicht nicht mehr so oft am Start ist. Es gibt ein Pokémon, das ist wirklich schlecht für mein gesamtes Team und zwar Kapokime. Das ist mies. In der Führung mies bei meinem Irokex, ja. Bei Deoxys ist nicht unbedingt mies, ich könnte auch einen Donnerblitz spielen, aber der Steinhagel, der hat sich bis jetzt eigentlich bewährt, weshalb ich da festhalten möchte. Ich wünsche dir viel Spaß heute bei dem Tag. Lass gerne ein Abo da, falls du keine weiteren Videos verpassen möchtest und wir werden ganz schnell in das Set gehen. Let's go! Ich mache das Video so kurz wie es geht. Und du hast dann einfach danach genug Zeit. So, entweder machst du das, wie ich das häufig mache, wenn ich YouTube-Videos gucke. Ich gucke meistens Videos und lass die dann einfach nebenbei laufen. Hör hin, guck zwischendurch dahin zu den Videos, aber ich zocke viel selber nebenbei. Falls du noch irgendwie Gespräch oder Gequassel brauchst, ich habe auf meinem Zweitkanal gestern ein 45-Minuten-Video zu Unite hochgeladen und heute kommt da auch die gleiche Länge hoch. Schau es dir gerne mal an, wenn du Bock hast. So, das hier finde ich gar nicht so tragisch. Ich werde jetzt hier das Erdbeben einsetzen. Du hast versucht, meinen Nachthieb abzufangen, aber du kriegst das Erdbeben. Wie viel Schaden verursacht das? Zack, perfekt. Einfach runterkontern. Ich werde hier keinen Schild investieren. Auch wenn da ein Erdbeben kommt und eine Aquahaubitze, das sollte ich ganz gut überleben. Denn, wie wir alle wissen, Deoxys ist sautanky. Ja, das geht noch, ein schaffst du glaube ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist die Aquahaubitze. Ich hoffe es zumindest. Erdbeben wäre doof. Tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Oh, perfekt. Okay, wir können komplett runterfarmen und ja, danach kann das gegnerische Deoxys kommen und mich farmen. Hey, ich glaube, es sieht sogar nach einem Gleichstand aus. Das wiederum bedeutet, ich hau jetzt hier den Schaden raus und danach wirst du mich, glaube ich, besiegen, weil du, wenn ich richtig gesehen habe, auch ausgeholt hast. Perfekt. Das heißt, du gibst Energie aus. Du hättest problemlos runterfarmen können. Und ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Hey, die Kumpelschleife auf deinem Pokémon, die hat schon was. Die gefällt mir. Ich glaube, ich werde auf meinem dann auch noch eine draufpacken. Brauchst du dein Skorgro, dein Deoxys vielleicht mit dem Boost? Weil dir fehlen dann noch so ein paar WP, eventuell durch einen Boost erreichbar, dass du dort näher an die 2,5 kommst. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist dein letztes Pokémon ein Tromborg? Weil du hier reinschildest, könnte es durchaus möglich sein, denn mein Skorgro ist halt sehr stark gegen Tromborg. Und Valrhaza, ja perfekt, guck mal hier. Da habe ich noch ein Kampf-Pokémon für. Es sieht schmackhaft aus. Richtig schmackofatzig, das gefällt mir. Das nehmen wir. Doppelkonter hat sich hier bewahrheitet. Hätte ich jetzt nur mein Deoxys weggeschmissen und hätte dann noch irgendwas anderes, das nicht so gut hiergegen ankommt, hätte das nicht so eine gute Ausgangssituation für mich sein können wie diese hier. Ich werde das jetzt einfach schilden und dann mal schauen. Es sieht wirklich gut aus für mich. Es sieht echt gut aus. Wir werden jetzt hier die nächste Attacke einfach mal durchlassen oder wir setzen jetzt ein. Ich glaube, durch die Steigerung, die ich erhalten habe, macht das entweder genug Schaden, um dich zu besiegen, oder wir ziehen ein Schild. Es macht genug Schaden, um dich zu besiegen. Perfekt. Du kannst jetzt hiermit wieder reinkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber wir haben gesehen, du hast nur den Psyschub und den Steinhagel mit. Von daher, du bist nicht gerade dazu in der Lage, ordentlich Schaden rauszuhauen. Du lässt das durch, der Schmarotzer landet und er besiegt dich. Das gefällt mir. Ich mag dieses Team wirklich sehr. Was spielt ihr denn aktuell? Habt ihr irgendein Team, mit dem ihr richtig gut punkten könnt? Was ist euer Plan heute für den Battle Day? Ich bin mir noch nicht sicher.
Ich weiß es noch nicht, was ich zocken werde. Ich meine, du siehst das Video jetzt, wer ich habe. Bei mir ist aktuell 8:30, also 20.30 Uhr. Und ich habe den C-Day gespielt heute, bei mir ist noch Samstag. C-Day gespielt, die XL-Bonbons für ein komplettes voll geholt. Ich habe ja eins auf Level 50, aber ich habe jetzt theoretisch die Möglichkeit, noch eins hochzuziehen. Ich hatte sehr häufig und sehr lange Wetterboost. Ich habe mein Go Plus laufen lassen, bin einfach spazieren gewesen und habe dann alles fangen lassen. So war da jetzt nichts Krasses bei, aber halt ein bisschen Staub und auch gute Shinies und halt XL-Bonbons. Das wollte ich sagen, eins. Das hier ist gut, zwei. Okay, er geht raus. Ich hätte in Deoxys gehen sollen. Warum gehe ich nicht in Deoxys? Warum gehe ich nicht in Deoxys? Was war das für ein Wechsel, meine Freunde? Was war das für ein Wechsel? Ich meine, im Endeffekt nicht so tragisch, denn mein ganzes Team ist gut gegen Toxicwack, aber was sollte denn der Wechsel? Und eventuell gibt es für den Gegner keine keine Psycho-Pokémon. Eigentlich war der Wechsel hier rein ja jetzt nicht so tragisch, da ich nun mal hiermit echt nicht gerne gegen Toxicwack kämpfen möchte. Kann ich den Giftzahn überleben und schaffe noch einen Schmarotzer? Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich habe ein Schild bekommen. Das gefällt mir. Ja, ich schaffe auf jeden Fall noch einen. Das heißt, eins, zwei, Schmarotzer kommt. Das hier wird wieder ein bisschen Vorarbeit leisten. Und danach werden wir natürlich mit Skorgo zurückkommen, aber nichts einsetzen. Wir haben echt den Schildvorteil, das ist gut. Vielleicht kann man damit später noch was reißen. Wir wollen, dass der Gegner Energie ausgibt, ne? Weil was will er hier machen? Die resistierte Erdkräfteattacke oder der resistierte Giftzahn? So an sich kommt da nichts. Ich glaube nicht, dass du mit Steinkante spielst. Perfekt. Jetzt können wir uns ein bisschen Energie holen. Das heißt, 1, 2, 3. Das war nicht gut getimed. Das war nicht gut getimed, meine Freunde. Bitte habt nicht eingelocht. Bitte habt nicht eingelocht. Ich glaube leider schon. Ich habe mich hier in einem Gleichstand erwischen lassen. Ne, doch nicht. 1, 2, 3. Hammer. Ich glaube, wir hätten ganz farmen können. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber nicht tragisch. Wir sind zweimal abgeschwächt und vielleicht bekommen wir einen Boost? Nein. Was ist dein letztes Pokémon? Was holst du hier wieder rein? Kumpel, du bist ja komplett schwach, ne? Dein ganzes Team hat eine Bodenschwäche. Skorgro, du kannst ja mal was starten. Und, perfekt, wofür Schilden? Wofür braucht man ein Schild? Jetzt mal ehrlich. Wofür? Nimm mit. Gönn dir, nimm mit nach Hause. Ah, brauchst du nicht. Brauchst du nicht Schilden. Gar nichts. Du brauchst niemals deine Schilde bei mir. Skorgro hat auch kein Erdbeben und auch nicht das Interesse und die Intention, das einzusetzen. Schild bekommen, perfekt. Ein Psyschub besiegte ich und 800 Toxicwacks. Weil hey, du bist schwach gegen Psycho. Ich habe zwei Schilde auf Deoxys und du hast Attacken, die nicht unbedingt viel Schaden verursachen. Weshalb ich hier in einer heftigen Situation war. Krass, ganzes Team schwach gegen Boden. Das ist der Anti-Boden-Arena-Leiter. Hey, ich blicke immer noch gerne auf diese Serie zurück. Diese ganze Arena-Leiter-Serie, die hat mir echt Bock gemacht. Das hat mir wirklich Spaß bereitet. Ich ziehe da eventuell ein Comeback vor. Vielleicht in der nächsten Season oder so Arena-Leiter 2.0 mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, Bock habe ich auf jeden Fall. Schreibt mir doch mal kurz dein Feedback rein. Ja, ich habe irgendwie viele Themen, wo ich euer Feedback will. Okay, die Führung ist nicht top. Da ich aber mit meinem Irokex absolut nicht dagegen kämpfen möchte, bleibt man hier drin. Eins, zwei, drei, denn was wollen wir nicht? Wir haben absolut kein Interesse. Fünf, dagegen zu kämpfen, das wäre richtig dämlich. Sieben, und da kommt der Move. So, das wäre echt doof, ne? Weil Irokex ist nun mal leider mit beiden Typen schwach dagegen. Oh, geiles Standbild. Ey, wow, kam da jetzt Charm plus Attacken? Was ist passiert? Was ist jetzt in der Zeit passiert? Ich meine, das Standbild war geil, ne? Das könnte auch ein cooles Thumbnail werden. Aber ich verstehe es nicht. Ich kann mir nicht erklären, was das jetzt hier gerade sollte. Absolut nicht. Er hat doch geschildert und danach Charm-Attacken eingesetzt. Oder vorher Charm und dann, ich habe keine Ahnung. Auf einmal war ganz viel Leben weg und da kam eine Attacke von ihm. Ich hatte dieses Szenario, das Matchup schon mal und das lief nicht so schlecht für mein Skorgo. Von daher, sehr interessant. Bitte nicht der Köter, sei die Mondgewalt. Perfekt. Das zu schildern ist schon mal sehr wichtig. So, eins. Aha.
Das ist gut, dass du rausgehst, dann kann ich das ebenfalls machen. Ich bin mir natürlich der Sache nicht bewusst, ob ich mit meinem Deoxys dein letztes Pokémon besiege. Weil wenn du mit Felinara wieder reinkommst, werde ich da ordentlich Probleme haben. Was nicht gerade gut ist für mich. Wir setzen jetzt hier den Schmarotzer ein. Ich hätte auch ködern können. Ich habe aber so die Vorahnung, dass du das wahrscheinlich einfach durchlässt, oder? Ja, genau. Weil dein Dings halt sehr gut gegen mich ist. Dein Felinara. Von daher, absolut verständlich, was du hier treibst. Wie spiele ich das denn am besten aus? Ich weiß nicht, wie ich Felinara besiegen soll. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich Felinara loswerden soll. 1, 2 im Gleichstand. Das war so doof. Das war gerade so doof, ne? Aber hey, ich komme aus der Situation leider eh nicht mehr raus. Felinara ist echt nervig, ne? Wirklich nervig. Guck mal, ich kriege dich jetzt noch besiegt. Dann habe ich noch die Möglichkeit, Felinara mit Doppel-Psychub zu besiegen. Dann bin ich aber um 4 Stufen bei meinem Angriff abgeschwächt. Das heißt, egal was danach wartet, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen können. Auch wenn das ein Glurak oder ein Fiaro oder so ist, da macht der Steinhagel nicht genug Schaden. Na, von daher einfach raus. Einfach raus, Zeit sparen. Ich will euch nicht so viel Zeit klauen. Es sei denn, ihr wollt das, wie ich das schon erwähnt hatte. Einfach nebenbei mit Gequatsche und so. Bitte kein Eistrahl. Eistrahl wäre richtig mies. 1, 2, 3, 4. Es ist nur ein Blubstrahl. Es ist nur ein Blubstrahl. Von daher gar nicht so tragisch. Dann hätte ich aber vorher einsetzen müssen, bevor du mich abschwächst. Ist aber okay, denn ich hole mir jetzt hier mit Ankündigung ganz entspannt den Boost. Ich weiß, dass es ein Boost wird. Ne? Skorgo ist jetzt angefressen, weil es abgeschwächt wurde. Von daher antwortet das mit dem Boost, habe ich doch gesagt, kein Boost. Was habt ihr denn gedacht? Ihr habt nicht zugehört, ne? Das war im Gleichstand perfekt. Jetzt aber der Boost, danach schwächt er mich ab und ich bin wieder bei 0. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und Boost? Boost, Boost, Boost? Immer noch nicht. Hey, Skorgo, du darfst. Die Gegner haben so häufig die Chance zu boosten und machen das und ziehen das komplett durch. Bitte enttäusch mich nicht. Booste doch einfach mit da rein. So, 1, 2, 3. Oh, ich habe falsch getimed. Ich habe nicht mitgezählt. Beziehungsweise ich habe gehofft, dass du den erst bei 4 hast. Aber das geht klar. Das stört mich nicht. 1. Wir werden das so weit ausspielen, dass das für uns absolut kein Problem mehr ist. Denn wir haben immer noch Iro-Kicks und da machst du halt nichts mehr. Jetzt mal ein Boost? Immer noch nicht. Warum nicht? Warum bekomme ich denn hier mal keinen Boost? Das ist crazy. Ich meine, wenn er jetzt kommt, wo ich danach eh keine Attacke mehr schaffe, ist das echt mies. Sag mir jetzt nicht, dass es jetzt einen Boost gibt. Immer noch nicht. Wie oft habe ich eingesetzt? 4-mal? 4-mal eingesetzt und keinen Boost? Das ist echt ernüchternd, aber egal. Skorgro ist wahrscheinlich aktuell nicht so motiviert. Ist nicht schlimm, lassen wir. Wir farmen komplett runter. Wir farmen das Geist-Pokémon komplett mit resistierten Kontern runter. Wir werden... Oh, du schwächst mich noch ab, ne? Hey, das ist perfekt. Das heißt, ich mache noch weniger Schaden und kann mehr farmen? Hey, danke dir. Sehr schön. Was holst du rein? Was holst du rein? Oh, da muss ich tatsächlich drin bleiben. Da muss ich leider tatsächlich drin bleiben, weil ich mit meinem Deoxys keinen Bock habe, gegen dich zu kämpfen. Von daher schauen wir mal. 1. Wir werden uns jetzt durchgehend steigern. Eventuell wartet dann da hinten ganz entspannt nochmal ein Trombok. Vielleicht Geist, das hier und dann noch ein Geist. Die Möglichkeit besteht, ne? Es ist ein Säurespeier, oder? Was meint ihr? Ich lasse es durch. Wenn das jetzt eine Schlammwoge ist, ja dann GG, dann fresse ich die. Aber, dass du das einsetzt, damit habe ich gerechnet, macht eine Finsteraura, nachdem ich mich gesteigert habe, eine Finsteraura, ein Schmarotzer, vielleicht genug Schaden? Geht das klar? Kann man das machen? Sollte man das machen? Es sieht doch nicht schlecht aus, oder? So, du musst einsetzen. Das heißt, du setzt ein und ich werde jetzt komplett runterfarmen und ich muss hoffen, dass der Trombok nicht da hinten ist, sondern irgendwas, das schwach ist gegen mich. Ich kann komplett farmen, ohne dass du eine Attacke schaffst. 2 Schilde Deoxys gegen ein Geist-Pokémon. Ah, danke. Danke, danke, danke. Das gefällt mir. Ja, danke. Mhm. Nehme ich. Perfekt. GG. Geist, Slymog und noch ein Geist. Es könnte nicht schlechter laufen. Aber egal. Wir werden natürlich niemals aufgeben. Warum auch? Er geht jetzt halt 100-mal gefühlt auf Drachenklaue und wird mich so extrem abnerven.
Es wird hier nicht die Schemenkraft sein. Heißt die Schemenkraft? Bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Es ist gerade so mies für mich. Den Gleichstand verliere ich auch noch, was nicht gerade gut ist. Ich glaube auch nicht, dass ich bei meinem... perfekt. Dass du erst den Köder machst und dann den Move, das gefällt mir. Ich glaube auch nicht, dass ich mit Iro-Kicks eine Attacke schaffe. Hey, das ist gerade so schwierig, ne? Es ist gerade so nervig. Aber egal, muss ich halt durch. Komme ich vor dir dran? Das... Oh, perfekt. Perfekt. So. Jetzt, wenn ich jetzt rausgehe, transferiere ich halt einen Move rüber, ne? Was nicht gut ist. Das hier macht leider nicht genug Schaden. Guck mal, kann ich es so tun? Hey, ich muss eigentlich nur noch die Wechseluhr runterkriegen. Das wird aber leider nichts mehr. Ich habe aber, glaube ich, mehr Leben auf meinem Deoxys als du hier. Oder? Komm schon, hau noch einen Konter raus. Habe ich mehr Leben? Bitte setz ein. Keine Attacke mehr. Mach die Ladeattacke. Nein, sei nicht clever. Warum bist du clever? Sei doch dumm. Sei doch einfach doof. Ah, schade. Das ist sogar mit einem Timeout beendet worden. Kann ich nichts mehr machen, GG. Du hattest halt mehr KP als ich. Schwierig. Aktuell ist das so eine Meta, die viel schwach oder die häufig schwach ist gegen Unlicht. Aber, ja doch, häufig habe ich jetzt, ich hatte zwei Sets schon damit gespielt, da waren, da waren so ein paar Schwächen gegen Unlicht. Aber häufig wird dann auch irgendwie mein Iro-Keks besiegt und dann geht mein Trombok drauf. Ist eventuell Doppel-Unlicht in der Backline schon etwas, was man reißen könnte, womit man was machen kann? Wir schauen mal. Das hier sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Bis auf Eroas kann mich da nichts erwarten. Okay, du machst das so. Dir einen fetten Move zu drücken, wäre natürlich schmackhaft. Die Frage ist, ob du das durchlässt. Hätte ich ködern müssen? Boah, perfekt. Einfach runterfarmen. Einfach komplett runterfarmen. Das ist der Plan. Zack, was hast du noch? Du bist ja aktuell nicht gerade gut aufgestellt gegen sowas wie Fiaro in der Führung extrem schwach gegen und dein, wie heißt es? Dein Grumbull ist natürlich auch nicht stark dagegen, hat auch keinen Bock gegen Fiaro zu kämpfen, erst recht nicht mit Charm, weshalb ich dieses Team ein bisschen spannend finde. Bitte den Boost? Immer noch nicht. Ich krieg den einfach heute nicht, ne? Ich habe absolut keine Chance, den Boost zu bekommen. Der wird mir einfach eiskalt verweigert. Egal, wir ziehen trotzdem durch. Wir brauchen den gar nicht. Wir benötigen keinen... Was sag ich jetzt? Was soll ich darauf jetzt antworten? Was sagt man da drauf? Noch eine Fee. Ein Pixie. Ey, du, dein Team, ne? Was machst du gegen Fiaro? Jetzt mal so für Spaß eine Freude, frage ich. Was machst du gegen Fiaro? So, ich muss irgendwie einen Schild von dir bekommen. Und danach mit Psyschub angreifen. Hey, hier gerade ist mein Unlicht-Team, mein Unlicht-Pokémon in der Backline echt nutzlos, ne? Da sind wir uns doch einig drüber, was meint ihr? Schwierig. Sehr schwierig gerade für mich. Ich hätte einfach nochmal Nachthieb gegen dich einsetzen müssen. Weil alles, was Schaden macht, ist natürlich gut. Tut mir gut. Ich muss einsetzen, danach rauswechseln. Du kannst mich aber leider komplett runterfarmen. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Ich ziehe ein Schild perfekt. So, jetzt muss ich rüber. Ja, guckt euch das an. Was mache ich hier gegen? Absolut keine Chance. Echt nicht. Ich kann vielleicht hier nochmal einen Schmorzer einsetzen, der ein kleines bisschen Schaden macht. Danach wird spannend. Wenn der Gegner aufpasst und es ihm gelingt, einfach meinen Move abzufangen, dann ist halt Ende, ne? Wenn er drin bleibt und den Psyschub nimmt, dann kann ich das nochmal gewinnen. Ich verliere sogar den Gleichstand. Deoxys verliert gegen Pixie den Gleichstand, ich fasse es nicht. Okay, aktuell bin ich mir nicht sicher, was ich spielen soll. Ich weiß nicht, womit ich den Battle Day rumbringen soll. Ich hoffe, ihr habt mir mittlerweile Kommentare reingeschrieben und ich habe irgendein nettes Team gelesen, bin mir aber nicht sicher. So gut Unlicht in der Backline ist, so häufig trifft es auch auf irgendwelche nervigen Feen-Pokémon. Wir sollten trotzdem noch anmerken, das gegnerische Team hat absolut keinen Bock auf Fiaro. Da machst du nicht viel. Aber egal. Ich wünsche dir viel Erfolg heute und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mich doch gerne von deinem Feedback in den Kommentaren wissen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao. Hey, stopp. 8400 Wins glatt. Es gefällt mir. Schöne Summe. Hau rein und ciao.